Norman Herr Meyer, Mitarbeiter im Außendienst, fährt eine 100 Kilometer lange Strecke zu einem Kunden einmal im Juni und dieselbe Strecke nochmals im August. Im Juni ist Herr Meyer in der Stadt sehr zügig unterwegs, schaltet beim Anfahren spät in den nächsten Gang, nutzt jeden sich bietenden Vorteil und überholt, so oft es geht, und ist sehr hektisch. Im August schaltet er schnell in den nächsthöheren Gang, schwimmt im Verkehr mit, bleibt gelassen, lässt sein Auto rollen und verzichtet auf riskante Fahrmanöver und ist sichtlich entspannter. Im Juni gibt Herr Meyer auf der Landstraße kräftig Gas und überholt Fahrzeuge, die ihm zu langsam fahren, und wirkt sehr angespannt. Im August geht er kein Risiko ein und überholt nur, wenn dies absolut gefahrlos möglich ist. Im Juni fährt Herr Meyer auf der Autobahn so schnell, wie es der Verkehr seiner Meinung nach zulässt. Im August hält er sich an die Richtgeschwindigkeit, fährt maximal Tempo 130 und ist nur wenige Minuten später beim Kunden als im Juni. Sie ahnen es. Herr Meyer hat im Juli erfolgreich an einem Eco-Safety-Training teilgenommen. Und hier seine Bilanz. Auf der Strecke von 100 Kilometern hat er im August 1,2 Liter weniger Kraftstoff verbraucht als im Juni. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 30.000 Kilometern entspricht das in etwa einer Einsparung von 360 Litern oder 400 Euro. Der Verschleiß am Fahrzeug ist geringer. Dadurch sinken die Wartungs- und Reparaturkosten. Für den Betrieb heißt das niedrige Fuhrparkkosten, weniger Kasko- und Haftpflichtschäden. Die gelassene und vorausschauende Fahrweise reduziert die psychische Belastung von Herrn Meyer im Straßenverkehr und erhöht seine Sicherheit. Für den Betrieb heißt das mehr Arbeitszufriedenheit, weniger unfallbedingte Ausfallzeiten. Eco-Safety-Trainings sind flexibel gestaltbar, auch als Trainings on the job. Der Trainer kommt zu Ihnen in den Betrieb. Es gibt Einzeltrainings und Gruppentrainings. Die Trainingsfahrten finden im Straßenverkehr statt, mit Pkw und Transportern. Bei der Evaluation eines Flottentrainings mit über 200 Fahrerinnen und Fahrern gaben 94% der Befragten an, die vorausschauende, sichere Fahrweise im Alltag umzusetzen. Im Schnitt konnten 15% Kraftstoff eingespart werden. Immer mehr Betriebe in Deutschland praktizieren das Eco-Safety-Training. Machen auch Sie mit. Informationen zu den Angeboten des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVR, und der gesetzlichen Unfallversicherungsträger finden Sie unter deinewege.info oder fragdiebanane.de. Gerne kommt eine Beraterin oder ein Berater zu Ihnen in den Betrieb. Auch die Seite dvr.de bietet weiterführende Informationen für Ihre tägliche Arbeit. Viel Erfolg bei Ihrem Engagement für eine noch sicherere Zukunft.